Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Hearthstone. Ja, ich glaube, ihr werdet jetzt ein wenig überrascht sein, aber Paco und ich, der Beppo, wir wollen einfach mal eine Runde Hearthstone spielen, beziehungsweise wir wollen es so machen, Paco spielt das Ganze zum ersten Mal und ich erkläre ihm das Spiel ein wenig. Hallo Paco. Hallo. Ja, du wolltest mal mit Hearthstone anfangen, beziehungsweise wolltest mal reinschauen und ich bin jetzt überhaupt so gar kein Pro in dem Spiel. Ich habe aber wenigstens schon mal ein paar Stündchen gespielt und kann dir so das grundlegende Spielprinzip dahinter erklären. Es lässt sich auch schön unterwegs spielen. Man sollte nur ein wenig aufpassen, nicht zu viel Kohle da rein zu versenken. Das ist jetzt so eine persönliche Erfahrung von mir. Also man kann da, so wie ich das verstanden habe, ist das ein Kartenspiel. Und man kann da Kartensets kaufen, wie damals Magic oder Pokémon oder was weiß ich. Richtig, genau. Also das wäre jetzt auch direkt meine erste Frage gewesen, um einfach mal das Spielprinzip dir ein wenig näher zu bringen. Also du kennst Magic, du kennst Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und ähnliche Kartenspiele. Ja, ich kenne das. Ich habe es aber nie gespielt. Pokémon-Karten habe ich nur gesammelt. Okay. Also das Spielprinzip dahinter ist ähnlich, sagen wir mal so. Es ist ähnlich. Das ganze Spiel ist von Blizzard. Deswegen musstest du dir auch einen Battle.net-Account erstellen. Okay. Und es basiert auf dem Warcraft-Universum. Mhm. Ja. Und das, ja, wobei, was heißt das Besondere? Im Prinzip ist es so, du spielst eine bestimmte Heldenklasse, die bestimmte Fähigkeiten hat und du legst abwechselnd mit deinem Gegner, also jeder ist eine Runde dran, Karten auf das Feld. Die Karten haben bestimmte Angriffspunkte, die haben bestimmte Lebenspunkte. Und du selbst, dein Charakter, den du in dem Moment spielst, ne, das ist deine Klasse, du hast immer 30 Lebenspunkte und derjenige, der als erstes auf 0 Lebenspunkte ist, hat verloren. Okay. Ja, das ist ja relativ einfach erstmal. Ja, also ich finde auch, das Spielprinzip so zum Verstehen ist einfach, wie sagt man so schön, easy to learn, hard to master. Na, okay. Ja, also es gibt ja inzwischen da auch Turniere drin. Ja. Und es gibt jetzt inzwischen... Boah. 1, 2... Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, zig verschiedene Erweiterungen inzwischen. Ich glaube, wir sind jetzt bei der dritten, vierten. Beziehungsweise Blizzard wechselt das immer. Es gibt einerseits Erweiterungen, da gibt es einfach nur neue Karten. Die haben dann immer so ein bestimmtes Thema, was weiß ich jetzt, die neuesten, das sind die Straßen von Gadgetzahn. Da geht es um Goblins, um Schurken, um Betrug, um dieses Thema. Drehen sich die Karten. Und es gibt dann andere Erweiterungen, das ist die andere Alternative, da spielst du nach und nach quasi ein, ja, ich sag jetzt mal ein Szenario durch. Du spielst gegen verschiedene Gegner, zum Beispiel, es gibt so eine Figur im Blizzard-Universum, nennt sich Harrison Jones, die ist angelegt an Indiana Jones und der ist auch Archäologe, hat immer lustige Abenteuer auf Lager und du spielst das Abenteuer von ihm dann zum Beispiel nach. Ah, okay. So, das ist die andere Alternative. Das sind dann halt eher so Szenarien beziehungsweise verschiedene Ebenen, die du durchspielst. Das andere sind dann einfach nur Kartenerweiterungen. Ja. Und, am leichtesten lässt sich das, glaube ich, erklären, wenn du es einfach mal ausprobierst. Ich weiß nicht, du bist gerade schon im Hauptmenü oder wo bist du? Ja, ich bin jetzt gerade, ich sehe diese Kiste, wo sich der Kringel dreht. Dann klick mal drauf.
Ja, ich klick mal drauf. Die Frage ist nur, wäre es nicht, sagen wir mal, wenn du jetzt mir das beibringst, gut, wenn du meinen Bildschirm sehen würdest? Ja, das machen wir gleich. Ah, okay, alles klar. Geht das auch in dem Spiel oder müssen wir da mit TeamViewer arbeiten oder so? Nein, das geht im Spiel. Also ich kann deinen Spielen zugucken. Ah, okay, das ist ja super. So, ich habe jetzt da drauf gedrückt, jetzt steht da, die Reise beginnt. Heldenfähigkeit benutzt euer Zug. Ich kann jetzt auf Spielen tippen. Mhm. Okay, jetzt dreht sich der Kringel weiter und jetzt, oh, jetzt ganz aufregend. Der wird blau und ja, wie so ein Ladebalken. Oh, jetzt geht's. Ja, es lädt. Illidan Sturmgrimm und Jaina Prachtmeer. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dieser Kampf ist wirklich total unfair. Schiebt die Schuld einfach auf die fürchterlichen Spieldesigner. Los geht's. So, ich bin gerade mal deinem Spiel gejoint. Also ich sehe jetzt, was du machst. Ah, okay. 5 Missionen durchgespielt. So, also. Ja, das, was du vor dir siehst, ist quasi die Spieloberfläche. Mehr gibt's nicht. Das ist jetzt nicht sonderlich toll animiert oder sonst irgendwas. Es gibt verschiedene Boards. Also du musst dir vorstellen, dass die Idee hinter Hearthstone ist quasi, dass du in einer Taverne im Warcraft-Universum sitzt und dieses Spielbrett aufgebaut ist und du gegen irgendjemanden anderen in der Taverne spielst. Ach so. So, auf den Spielbrettern gibt es immer so lustige Kleinigkeiten, zum Beispiel oben links da in der Ecke bei der Statue, wenn du da ganz oft auf das rote Juwel klickst, fällt das raus. Du kannst die Lianen kaputt machen, du kannst das Feuer anzünden. Also jedes Spielbrett hat so seine eigene. Lianen kann ich kaputt machen? Mhm. Da oben oft genug drauf. Oder, ach da. Ah, okay. Rechts, ja. Siehst du das jetzt auch, dass ich die kaputt mache? Nein, das sehe ich nicht. Ah, okay. Das sehe ich nicht. Das soll jetzt aber auch gar nicht ablenken. Du siehst einerseits dein Charakterporträt, das ist Jaina Proudmoore. Und du siehst, ja, Jaina Prachtmeer, das ist die Zaubertante. Ja, okay, kann ich das nachher im Spielverlauf noch ändern? Ja, also das ist jetzt quasi erstmal ein Tutorial-Spiel, das ist dir vorgegeben. Hinterher kannst du verschiedene Klassen wählen, nur das Tutorial, das spielst du quasi mit der Klasse, das ist der Magier. Ja. Der Magier, und da gibt es dann immer einen bestimmten Helden aus dem Warcraft-Universum, der den repräsentiert. Im Fall des Magiers ist es halt Jaina Prachtmeer oder auf Englisch Jaina Proudmoore. Okay. So. Du siehst da eine 30 daneben. Ja. Das sind deine Lebenspunkte. Okay. So viel Leben hast du noch. Und rechts neben dem Porträt ist immer deine Heldenfähigkeit. Ja. Bei dir ist Feuerball. Das Feuerschlag. Ah, Feuerschlag. So, das Gleiche funktioniert quasi oben auch für deinen Gegner. Das ist Illidan, ein Dämonenjäger. Auch er hat 30 Lebenspunkte und eine Fähigkeit, nennt sich Flammen von Azinot, womit er 2 Diener hervorruft. Und die erscheinen dann auf dem Spielfeld? Die würden auf dem Spielfeld erscheinen, wenn er das macht, genau. Okay. So, unten siehst du deine Hand mit den Karten. Ja. Das sind die Karten, die du auf der Hand hast. Unterhalb des Fertig-Buttons siehst du dein Deck. Du hast insgesamt pro Spiel 30 Karten. 5 hast du auf der Hand jetzt. Die anderen 25 stecken da drin. Ja, okay. Das Gleiche funktioniert so für deinen Gegner. Um eine Karte zu spielen oder auch um diese Fähigkeit, deine Heldenfähigkeit auszulösen, da siehst du immer in diesen blauen Kristallen Zahlen drinstehen. Ja. Das ist dein Mana. Mana. Das ist... Genau, das ist dein Mana, das ist quasi deine Zauberkraft. Und du siehst unten unterhalb des Zeltes eine blaue Leiste, wo ein Kristall drin ist. Mhm. Du hast in der ersten Runde 1 Mana-Kristall zur Verfügung, in der zweiten 2 Mana-Kristalle, in der dritten 3 und so weiter.
Das geht hoch bis zu 10 Mana-Kristalle. Mehr gibt es nicht. Ab dann hast du jede Runde 10 Mana-Kristalle zur Verfügung. Was mache ich mit diesen Kristallen? Mit diesen Kristallen kannst du die Fähigkeiten oder die Karten auslösen. Ne? Also immer abhängig davon, welche Zahl da oben drauf steht. Ach so, das heißt, wenn ich die 4 spiele, also die zweite Karte von rechts, wenn ich die spiele, dann kostet mich das 4 Mana-Kristalle. Genau. Okay. Und da du jetzt im Moment im ersten Zug nur einen Mana-Kristall hast, siehst du irgendwo einen Kristall, wo eine 1 draufsteht? Nein. Genau. Also dementsprechend kannst du im ersten Zug nichts tun. Ah, okay. Das ist jetzt unbefriedigend, aber es ist halt immer Zufall, wie du die Karten bekommst, beziehungsweise am Anfang der Partie wird ausgewürfelt, wer anfängt. Der anfängt, nimmt... Das kommt später, das ist jetzt hier noch ein bisschen anders. Der anfängt, kriegt 3 Karten auf die Hand. Aha. Der andere kriegt auch 3 Karten auf die Hand plus eine Münze. Okay. Was das genau ist, das erkläre ich dir noch. Aber du kannst am Anfang aussuchen, welche Karten du nimmst. Du kriegst 3 Karten vorgeschlagen und du kannst dir überlegen, ob du die alle behältst, ob du 1, 2 oder 3 Karten ablegst und zufällig neue ziehst. Ja, eine kurze Frage. Ja. Du hast jetzt gesagt, ich habe nur einen Mana-Kristall, deswegen könnte ich jetzt keinen Zug machen. Genau. Wenn ich jetzt einen hätte, wo nur ein Mana, ich sag mal, eine Karte habe, die nur ein Mana-Kristall kostet, bietet sich das, würde ich die auch in jedem Fall spielen oder würde sich das auch anbieten, gegebenenfalls auf die 2 oder 5 Mana-Karte zu warten? Nein, also es bietet sich an, den auf jeden Fall zu spielen, weil nach der Runde füllt sich dein Mana immer wieder auf. Das heißt, Mana, das du nicht verbrauchst, ist quasi verschwendet für den Zug. Es gibt Situationen, wo es sich sicherlich nicht lohnt, alles zu spielen, was gerade möglich ist. Einfach wenn du gerade Board Control hast, also wenn du sowieso schon viele Karten auf dem Tisch liegen hast, dein Gegner hat wenig drauf und dann kommt es drauf an. Also in manchen Situationen lohnt es sich dann einfach nicht, noch weitere Karten draufzulegen, weil es Zauber gibt, die einfach dein komplettes Board platt machen können. Okay. Mit einer Karte. Das ist dann einfach zu gefährlich, in dem Moment dann noch mehr zu spielen. Aber das sind dann halt schon Feinheiten, die kommen dann, eher im Laufe der Zeit. Fürs Grundverständnis vom Spiel ist es jetzt erstmal egal. Gut. Ich würde vorschlagen, also das ist so das Grundprinzip des Spiels. Die Karten, du siehst, Illidan hat einen Diener aufs Brett gelegt quasi. Ja. Die Karten haben links einen Angriffswert und links auch einen Lebenspunktewert. Rechts meinst du? Der rote Tropfen ist quasi, sind die Health Points. Genau. Genauso wie oben bei dem Illidan. Ja. Und das linke ist der Angriffswert. Und wenn der jetzt mit einem Angriffswert von 1 eine Karte von mir angreift, dann zieht er mir ein Health Point ab bei der jeweiligen Karte, oder wie? Genau, der zieht dann einen Lebenspunkt ab, der kriegt aber auch den Angriffswert deiner Karte selber ins Gesicht. Ach so, das heißt, er muss, in dem Moment wäre es auch für ihn so, als ob ich ihn angreife. Genau. Wir kämpfen quasi also, miteinander. Genau, also der frisst den Schaden selber. Das funktioniert aber nur, wenn sich Karten gegenseitig angreifen. Der kann dir auch ins Gesicht gehen. Dann frisst du den einen Schaden, hast nur noch 29 Lebenspunkte, er nimmt aber selber keinen Schaden. Okay, das heißt, wenn ich jetzt noch eine 1-1er-Karte da hätte, mit einem Angriffswert und einem Lebenspunkt, würden die sich negieren. Genau, dann würden die sich gegenseitig angreifen und wären beide kaputt. Genau. Okay, ist mir klar. Genau. Ich würde vorschlagen, das meiste erklärt sich einfach während des Spielens. Klick einfach mal auf Fertig. Ja. Dann startet nämlich die nächste Runde. Jetzt ist er dran mit Ziehen. Er kriegt eine Karte. Genau. Fühlt den Hass von 10.000 Jahren. Oha. Oha. Er hat mich selbst angegriffen. Genau, also das, was er jetzt gemacht hat, das ist eine Art Karte, die du so nicht kriegen kannst als Magier. Bestimmte Klassen können noch Waffen anlegen. Das ist das, was er links jetzt hat. Ja. Er hat quasi eine Karte gespielt mit 2 Mana, die ihm eine Waffe in die Hand gegeben hat. Das sind die Kriegsgläven von Azinot. Also die so ein bisschen abgedreht sind die Bezeichnungen, ne? Ja, also wenn du Warcraft kennst und insbesondere halt World of Warcraft oder das Warcraft-Universum, ist das ganz normal.
Okay, ja, ich habe nur Warcraft 3 gezockt und da bin ich schon mit den Namen durcheinander gekommen. Es gab Nachtelfen, oder? Das waren diese Bäume, die rumgelaufen sind. Ja, genau. Okay. Ja, er ist eigentlich auch originär ein verkappter Nachtelf, aber ja. Hat ein bisschen was dazu gewonnen. Sagen wir mal so. Ja, er war Pumpen. Er war Pumpen, das sieht man. Er war Pumpen, ja. Das ist sehr gut definiert. Richtig. Okay, das war jetzt quasi sein Zug, ne? Also er hat dir mit seiner Waffe und mit seinem Charakter, also in dem Fall, wenn die Helden Waffen anlegen, können die auch selber angreifen. Das hat er jetzt gerade gemacht, das war das erste. Da hast du 2 Schaden bekommen, bis auf 3, auf 28 runter. Und dann kann er noch mit seinem Minion angreifen, da mit seinem, was heißt der, Myrmidone der Naga. Da hat er dir auch noch mit ins Gesicht gegeben, nochmal einen Schaden, das heißt, du hast nur noch 27 Lebenspunkte. Okay. So, und jetzt ist die Runde vorbei, du bist wieder dran. Du siehst, du hast jetzt unten 2 Mana-Kristalle, ja, ne, weil es der zweite Zug ist von dir. Und die Karten, die jetzt spielbar sind, die haben so einen grün leuchtenden Rand. Ja, du siehst meine Karten jetzt nicht, oder? Doch, doch, ich sehe genau dein Board. Okay, okay. Ich sehe alles. Also du kannst dir jetzt überlegen, entweder die Heldenfähigkeit Feuerschlag zu machen. Das macht 1 Schaden. Ja. Das kannst du entweder auf seine Kreatur machen, das kannst du ihm ins Gesicht geben. Oder du kannst den Voodoo-Doktor spielen. Der kostet 1 Mana. Das ist die Karte ganz rechts. Ja. Die Karten haben nicht nur Angriffspunkte und Lebenspunkte, sie haben auch Spezialfähigkeiten, zumindest manche, oder sagen wir mal viele. Ja. Er hier hat jetzt einen Kampfschrei. Ja. Der löst, also Kampfschrei bedeutet, der löst aus, sobald die Karte auf dem Deck liegt, auf dem Board liegt, sobald du die ausgespielt hast. Der würde dich quasi um 2 Lebenspunkte heilen. Wenn du ihn spielst, hast du wieder 29 Lebenspunkte. Ja. Und er liegt auf dem Tisch. Okay. Alternativ kannst du auch ganz links den Flusskrokolisken spielen. Flusskrokolisk, ich hab das gerade schon gelesen, ja. Das ist ein Wildtier. Der hat halt 2 Angriffspunkte, aber anders als der Doktor nicht nur 1 Lebenspunkt, sondern 3 Lebenspunkte. Okay, das heißt, er hält ein paar Angriffe mehr stand. Genau, also tendenziell hält er halt mehr aus. Sind das denn jetzt hohe Werte, 3 Lebenspunkte? Kommt da nachher mal da 20, 30 stehen? Nee, 20, 30 gibt's nicht. Das höchste an Lebenspunkten müsste, glaube ich, irgendwas so 12 oder 15 sein. Ah, okay. Aber das sind dann auch schon wirklich ganz besondere Karten. Oder du musst sie buffen bis zum geht nicht mehr. Okay. Mit verschiedenen Zaubern. Also verstärken. Okay. Mit verschiedenen Zaubern. Ja, also was würdest du denn jetzt machen wollen? Mal so. Ich habe Feuer gemacht. Was, du hast Feuer gemacht? Ich habe ein Lagerfeuer gemacht, da unten rechts am Zelt. Ach so, nein. Ich würde jetzt den Flusskrokolisken spielen. Okay, mach mal. Ja, dann spiele ich mal den Flusskrokolisk. Das war's. So, jetzt siehst du, wenn du eine Karte gespielt hast, eine normale, die kann nicht sofort angreifen. Die kann erst eine Runde später angreifen. Du musst die immer erst aufs Board legen. Auch da gibt es wieder Ausnahmen. Das sind dann auch wieder besondere Karten mit besonderen Effekten. Aber die Regel ist, du legst eine Karte hin und die schläft erstmal für eine Runde. Dann ist erstmal der Gegner dran und in der Runde, wenn du dann wieder dran bist, dann kannst du mit der Karte was anfangen. Okay, und jetzt sehe ich auch unten rechts, mein Mana ist verspielt, die Kristalle, die glänzen nicht mehr. Genau, und deswegen leuchtet jetzt auch das fertig grün, weil du quasi nichts mehr tun kannst. Da sagt er mir dann automatisch. Ja. Wenn ich jetzt eine Runde weitergehe, dann habe ich automatisch wieder 3 von 3 Mana? Ja, sobald Illy dann dran war, hast du wieder 3 von 3 Mana, genau. Okay, ja, da macht es wirklich keinen Sinn, sich das irgendwie zu sparen, sondern dann sollte man wirklich alles verfeuern. Ja, es gibt Situationen, wo es Sinn macht, aber... Okay. Mach mal weiter. Das ist horizontüberschreitend wahrscheinlich gerade. Nein, ach. Ich tipp mal fertig. Genau. Blickt in die Augen des Verräters. Darf der das?
Ja, das war ja der Fluss Fokulisk, ja. Buona notte, Charlotte. Wow. Ja, der gibt dir gut ins Gesicht. So. Schildmeister mit A. Finde ich ja auch sehr schön. Ja, das sind die Trolle, die haben immer einen sehr speziellen Schreibstil und Slang. Gefällt mir schon mal, ja? Ja. So. Du kannst entweder deine Heldenfähigkeit nehmen, den Voodoo-Doktor spielen oder jetzt mit 3 Mana-Kristallen den Wolfsreiter spielen. Ja. Diese Karte hat Ansturm. Das heißt, sie kann im gleichen Zug, wo du sie ausspielst, direkt angreifen. Ah, die pennt dann nicht erst. Die pennt nicht erst. Das heißt okay. Ansturm. Was, genau, ich jetzt machen würde, also machen wollen würde, darf ich auch 2 Sachen machen? Darf ich so lange machen, bis mein Mana leer ist? Oder darf ich im Rahmen meines... Okay, dann würde ich jetzt gerne meine Heldenfähigkeit einsetzen, um die Karte da platt zu machen, damit die mich nicht immer zusätzlich angreifen kann. Das mache ich jetzt mal. Wenn du sagst, das ist nicht ganz großer Schwachsinn, dann baller ich die kaputt. Dann geht der mir schon mal nicht auf den Sack. Und dann würde ich jetzt den Voodoo-Doktor spielen. Ja. Damit dann der Gegner gegebenenfalls von der Karte erstmal abgelenkt ist und die vielleicht kaputt macht, anstatt hier meine prallbusige Protagonistin anzugreifen. Ja. Dann spiel die Karte noch. Du musst sie in die Mitte ziehen. Ja, hab ich gemacht. Weiter in die Mitte. Ach so, nee, der war da die ganze Zeit. Stell 2 Leben wieder her. Kampfschrei abgebrochen. Zieh die mal höher. Weiter nach oben. Stell 2 Leben wieder her, steht da. Ja, ja, zieh die nach oben einfach ins Spielfeld. Ja, ist doch da, die liegt da doch schon. Die liegt da doch schon. Und jetzt sagt der Kampfschrei abgebrochen und die geht wieder zurück ins Deck. Bei mir macht er das nämlich nicht. Also. So, ich zieh die jetzt nochmal in der Mitte, jetzt steht da, stell 2 Leben wieder her, jetzt liegt die in der Mitte. Klick jetzt mal auf deinen Charakter. Ah, okay. Dann stellt er die 2 Lebenspunkte wieder her. Also genau, du musst bei der Karte auswählen, wen die heilt. Es gibt Karten, die heilen nur dein Viech, also deine Klasse, dein Charakter. Ja. Die Karte kann grundsätzlich jeden heilen. Also die könnte auch eine Karte von dir heilen, die angegriffen wurde, also Lebenspunkte verloren hat, aber noch nicht tot ist. Ach so, die dann auf dem Spielbrett liegt, sag ich mal. Genau. Okay, also verstehe. Die könntest du auch heilen, ja. Das habe ich verstanden. Und jetzt kann ich wieder auf Fertig drücken. Ja, genau. Wer möchte nun? So, hat er wieder seine Kriegskleven rausgepackt, der alte Lude. Ja. Da zimmert er ihn weg. Das war es schon. Also du siehst bei ihm, er hat jetzt auch nur noch 26 Lebenspunkte, weil er halt immer deinen Karten ins Gesicht gegeben hat. Wenn ein Held eine Karte eingreift, ist das genauso wie wenn eine Karte angreift. Du kriegst den Angriffswert der Karte, kriegt dein Held dann ins Gesicht. Ah, okay. Und jetzt hat er da seine komischen 2 Dullis gespielt und die sind jetzt deswegen auf dem Spielfeld erschienen. Genau, das war seine Heldenfähigkeit. Okay. Jetzt habe ich 4 Mana. Ich würde jetzt gerne, also ich könnte jetzt eine Karte, hier diesen Schildmeister könnte ich spielen. Von Zenjin, aber ich würde gerne den Schaden diversifizieren und ich würde gerne einmal den Fußsoldat von Goldhain spielen und einmal den Wolfsreiter. Ist das vernünftig? Okay. Ich möchte dem viele Ziele bieten und nicht nur 1. Ja, kannst du machen, bevor du das entscheidest, solltest du nur noch wissen, sowohl der Schildmeister als auch der Fußsoldat haben die Fähigkeit Spott. Das sind besondere Karten. Wenn Spottkarten auf dem Feld liegen, müssen diese zuerst angegriffen werden. Das heißt, eine Spottkarte lenkt quasi das Feuer auf sich. In der Zeit, wo eine Spottkarte liegt, kann er nichts anderes angreifen als die Spottkarten. Wenn es mehrere sind, kann er sich halt aussuchen, aber die Spottkarte muss immer zuerst sterben. Ich verstehe. Also es sind quasi so ein Schadensmagnet. Deswegen hat der Schildmeister halt auch relativ, in Anführungsstrichen, relativ wenig Angriffskraft, aber dafür halt viel Lebenspunkte. Ja, würdest du dann sagen, es macht vielleicht Sinn, den Schildmeister jetzt zu spielen? Ich habe davon 2. Ja, aber du hast ja nur für 1 Mana, ne? Du hast ja nur 4 Mana. Genau, aber der wird ja, jetzt lass mal gucken, der wird ja einen Angriff von den beiden Deppen standhalten. Und dann müsste noch zusätzlich der da oben angreifen. Das heißt, ich hätte schon mal eine Runde
kein Schaden für meine Uschi? Oder ist das zu passiv gedacht? Nee, also kannst du machen. Also wichtig ist halt immer, also auf der einen Seite bist du natürlich bestrebt als Spieler, immer irgendwelche Karten auf dem Deck zu haben, damit du agieren kannst und dein Gegner in die Defensive gedrängt wird. Auf der anderen Seite, solche Karten dienen natürlich dazu, den Schaden zu kontrollieren. Also du musst immer so eine Balance finden aus Deckkontrolle und aus Gegner- oder aus Schadenskontrolle. Was wäre jetzt dein Zug? Ich würde wahrscheinlich auch den Schildmeister spielen. Dann mache ich das doch einfach mal. Ja. Direkt auch fertig. Ne? Du siehst, diese Spottkarten, die kriegen immer noch so einen zusätzlichen Rahmen. Das, was da links ist, diese Leis, ist das die Historie, was gespielt wurde? Ja, okay. Genau. Sechs Schaden. Aber warum hat der denn jetzt direkt... Ach so, mit der Sonderfähigkeit kann er trotzdem meine... Das war ein Zauber. Zauber gehen. Zauber kannst du über Spott hinwegwirken. Okay, gut. So, das heißt, das Spielfeld ist jetzt erstmal bereinigt. Mhm. Und jetzt habe ich 5 Mana. Was ist denn hier dieser Nachtklinge? Kampfschrei fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Ein Effekt tritt in Kraft, wenn diese Karte angespielt wird. Das hört sich doch erstmal ganz gut an, oder? Ja. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Das war's. Bam. Siehst, sie hat jetzt da so ein virtuelles Messer dem in die Visage geworfen. Das war halt der Kampfschrei. I grab him by the pussy. Genau. Er zittert vor der Macht des Dämonen. Siehst du auch die dämlichen Kommentare von dem Lutscher? Ja. Das ist also. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe 6 Mana. Ich könnte spielen Irre Raketenschützin. Nur eine Sache, die du jetzt vielleicht gerade gemerkt hast. Dadurch, dass du jetzt eine Karte auf dem Board hattest und er keine, musste er halt irgendwie reagieren. Also er war jetzt quasi in der Defensive. Er hat einfach deine Karte beseitigt und konnte selber sonst nichts großartig machen. Das versetzt dich jetzt im nächsten Zug in die Lage, wieder agieren zu können. Also du musst jetzt auf nichts reagieren, das Board ist leer, er hat zwar eine Waffe, aber sonst halt nicht viel. Das ist das, was ich meine. Das ist halt so die Balance zwischen Angriff und Verteidigung, zwischen dem aktiven Part und dem passiven Part spielen oder dem reagierenden Part. Okay, dann denke ich jetzt mal weiter. Wenn ich jetzt die Karte Irre Raketenschützin spiele, die wäre sofort angriffsbereit, aber das ist doch dann eher eine Karte, die ich gebrauchen könnte, wenn ich in der Defensive bin. Nee, also mit einer Ansturmkarte kannst du auch unglaublichen Druck aufbauen, weil die Karte sofort angreift und welchen Angriffswert hat denn der da oben, der Illidan? Mit seinen Kriegsgläven hat er 4 Angriff, aber die wirst du nicht abkriegen. Also wenn du mit einer Karte ihn angreifst, bekommst du die nicht ab. Okay, dann zieh ich die jetzt mal rein, wa? Ja. Gut, dann machen wir das. So, und jetzt hat sie halt noch den grünen Kringel, weil sie diese Runde noch was machen kann. Jetzt kannst du... Okay. Genau. Bam. Oh, 5 ist auch heftig, ne? Ja, 5 ist schon gut. Für Nasjata. Gesindel, keiner von euch wird je Hand an mich legen. Wow. Okay. Auf Wiedersehen. Jetzt hat er nochmal 5 Schaden gefressen. Mhm. Jetzt ist er auf 8 Lebenspunkte runter. Ogre. Was kann der denn? Nix. Ja, ich sehe also, das schon, da steht ja gar nichts. Der ist einfach nur stark, ne? Also hat 6 Angriff und 7 Leben. Ja, komm, spiele ich den mal an und dann noch einen 1er hinterher. Oder was sagst du? Ja, ich würde wahrscheinlich was anderes spielen, aber mach einfach. Ja, ich probiere es dann mal aus. Ich probiere es mal aus, genau. Und dazu kommt dann hier... Ihmchen, damit mein Ogre auch eine Runde überlebt. Vielleicht. Weil der ja Spott hat, das heißt, wenn er jetzt nicht gerade... Ach du Scheiße. Blickt in die Augen des Verräters. Wäre ganz gut, wenn der Ogre überleben würde, aber ich glaube... Wow, der hat überlebt, das ist gut. Mhm. So, was nehmen wir jetzt? Dann nehmen wir den Schildmeister.
Ich spiele einfach mal, ne? Ja, ja, spiel du einfach mal. Den Schildmeister. Also. So. Ja. Und, war das ein Zug, den man machen kann, oder habe ich jetzt irgendwas verbaselt? Nein, also den Zug kann man machen. Grundsätzlich hättest du ihn jetzt gerade schon besiegen können. Oh. Okay, habe ich dann wahrscheinlich eine Karte gehabt, die, ich schau mal eben nach, die direkt hätte angreifen können? Mhm. Ah, okay. Also du okay, hättest ja, das mit Wolfsreiter sind 3, plus Ogre sind 6, plus deine Heldenfähigkeit sind 1. Okay, aber dafür wären 10 gewesen. Hättest du, ja, genau, also es nimmt sich halt sich nicht so viel. Im Prinzip ist es egal jetzt. Und also du machst den so platt. Also ich sehe das schon, dass ich muss nicht jede Karte dann noch besiegen, sondern der Sieg ist mein, wenn ich den Lutscher zerstört habe. Genau, richtig. Also ja, ist Ziel doch ist es wirklich, den auseinander zu ficken. Gut. Ja, dann Ja. sag ich mal, haben wir den ersten Einstieg in das Spiel gemacht. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt, aber guck mal, das hat mir jetzt schon so einiges gebracht, um das Spiel zu verstehen. Genau, also das ist quasi jetzt so. Du hast jetzt einmal das Spielprinzip gesehen und ich glaube auch verstanden. Also es ist halt nicht sonderlich komplex an sich, das Grobe, worum es geht. Es geht darum, den Gegner zu zerföhnen. Ja. Aber der Weg dahin und die verschiedenen Effekte der Karten und was ist sinnvoll, wann zu spielen. Also um Gottes Willen, ich bin kein Profi und es gibt, glaube ich, 3 Milliarden Menschen, die besser sind als ich in diesem Spiel. Aber im Laufe der Zeit kriegst du halt einfach auch ein Gefühl dafür. Ja. Also jetzt nicht, dass ich da der Ultra-Pro bin, aber ich habe es halt schon ein paar Mal gespielt und Ja, du bist mir ein gutes Stück voraus, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mich da so ein bisschen an die Hand nimmst, weil ich interessiere mich schon seit längerem für dieses Spiel, aber ich habe nie so richtig den Einstieg geschafft und jetzt bin ich froh, dass wir es zusammen machen können. Ja, genau. Können wir gerne machen. Dann würde ich sagen, war das der erste Einstieg in das Spiel und ich denke, wir machen da noch ein paar Teile mehr von. Genau, das können wir Und gerne machen. dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Würde uns total freuen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.